Hallo und herzlich willkommen zur Tramflieger Makrowelt. Heute aus dem düsteren Wald mit Olaf Krasmann wieder. Moin Olaf. Moin Stefan. Ja Olaf, wir sind wieder im Wald. Heute geht es um das Thema Neues aus dem Wald und auch neue Makrofototechniken werden wir besprechen. Und ja, es geht um unter anderem einen neuen Diffusor für eine Taschenlampe, die angefragt wurde, die sogar zoomfähig ist. Nextorch PA5 hast du gebaut, wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Automatikadapter Canon EF auf Sony habe ich dabei. Highspeed Automatikadapter in der Traumflieger Edition, ganz neu. Werde ich noch kurz drauf eingehen und auch zeigen. Und ja, es geht um Neues aus dem Wald, Olaf. Was haben wir in dieser dunkleren Jahreszeit jetzt zunehmend auf den Ende November 2020 zugehend erlebt im Wald? Haben wir noch Motive? Hast du noch Motive gefunden, Olaf? Wir sind noch mal auf die Saftlingswiese marschiert. Haben wir da noch was gefunden? Ja, darum soll es hier in diesem Video gehen. Neues aus dem Wald. In der dunklen Outdoor-Edition hier im düsteren Wald wollen wir über lichterfüllte, tanzende Motive sprechen, über Pilze vor allem als Makromotiv. Tja, wie fühlst du dich jetzt, Olaf? Ist es nicht schon zu kalt, um sich etwas ruhiger zu verhalten? Ja, ein bisschen kalt ist das schon heute. Ja. Es geht noch mit der Deckenjacke, ist das in Ordnung. Aber wir waren ja vor ein paar Tagen auf einer Waldtour. Das war ja ein Waldgebiet in der Nähe von Itzehoe. Da war es ja noch etwas angenehmer, ne? Ja, das ist jetzt ein bisschen runtergegangen, das Ganze. Das ist immer noch relativ mild. Also nachts wird es ein bisschen kühler, aber ja. Wir halten durch hier, würde ich sagen. Wir halten durch. Wir haben uns wieder was untergezogen. Letztes Mal war es ja auch schon, als wir das letzte Video gemacht haben, auch schon etwas kühler. Da haben wir ja den zweiten Anlauf gemacht und uns ein bisschen wärmer angezogen aus der Erfahrung heraus, dass es doch ein bisschen kühler wird. Itzehoe, das war ja auch ein Wald, den du mal entdeckt hast. Und wir haben uns große Hoffnung gemacht, das Wetter war eigentlich perfekt, der Wald sah auch perfekt aus und ja, dann sind wir auch schnell fündig geworden und zwar, wir haben die Bilder hier auch mit dabei und zwar habe ich ein sogenanntes Stummelfüßchen entdeckt und habe mich dann dran gemacht, ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr abschatte, aber ja, gehen wir mal hier unten hin. Stummelfüßchen und da habe ich ja mit Mini-Stativen gearbeitet. Mini-Stative, die benutzen wir jetzt auch. Zwei Stück. So ein Dörr Voyager RV115 und ein anderes Dörr Carbon-Stativ, ein kleines. Die habe ich jetzt eigentlich auch immer dabei. Da habe ich immer zwei Stative. Wir dokumentieren ja auch viel und da bin ich auch happy, dass die schön leicht sind und Slim Hopper heißt das Carbon-Stativ von Dörr, das was ich als zweites Mini-Carbon-Stativ in dem Fall mitgenommen habe. Für Doku-Zwecke, wenn ich dann auch mit der Kamera zu sehen sein möchte, habe ich dann immer auch ein zweites Stativ dabei oder um Lampen aufzustellen, kleine Lampen. Wir haben jetzt auch hier mehrere Lampen, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf ein, aufgestellt. In dem Fall jetzt einfach auf dem Boden, aber vom Stativ aus ist es natürlich schöner. Und hier mit diesem Stummelfüßchen habe ich dann Lichtvarianten gemacht. Die bieten sich natürlich auch für Durchlicht an. Dann kommen sie so richtig schön zum Leuchten. Das kriegt man eigentlich, ja, wenn man Glück hat, sehr viel Glück, mal mit einer tiefstehenden Sonne. Aber ansonsten, Acebeam EC65 habe ich dann genutzt, auch ein Aufsteckdiffusor. Und das Ganze habe ich auch eingeklemmt in eines dieser kleinen Stative mit einer Taschenlampenhalterung. Taschenlampenhalterung Traumflieger Pro 1 haben wir im Shop. Da habe ich die Acebeam EC65 eingeklemmt. Die hat zwar auch einen Stativanschluss, das ist ja schon mal toll, aber das ist nicht ganz leicht, da eine Schnellwechselplatte ranzuklemmen. Da braucht man einen ziemlich flachen Pin.
Da mache ich es dann ganz gerne, die einzuklemmen in eine Taschenlampenhalterung. Geht auch mit einer Nanoklemme zum Beispiel. Ja, und dann habe ich hier verschiedene Lichtvarianten erzeugt. Und habe dann hier entdeckt, da ist ja noch ein kleiner Waldgnom zu sehen. Und da habe ich gedacht, Mensch, der sieht aus wie ein Flötist. So mit geschürzten Lippen. Ja, und dazu haben wir noch ein Motiv gefunden, und zwar eine Stinkenmorchel. Komischerweise hast du die gefunden, Olaf. Ja, oder sie hat mich gefunden. Sie hat dich gefunden. Und die Fliegen waren auch noch dran. Ja, und die Fliegen haben dann dazu getanzt und der bunte Wald sah auch fantastisch aus. Also machen wir noch mal eine Impression hier mit der Querflöte und dem Schummelfüßchen-Flötisten. Ja, der Wald sah fantastisch aus, ne? Ja, das ist, da es nicht sehr windig war und auch kein Starkregen hatte, das Laub noch lange erhalten geblieben dieses Jahr, das Goldene. Und dann hat man natürlich dieses tolle Waldbouquet, dann kommt so ein bisschen das, ist ein bisschen fahleres Novemberlicht von der Sonne, von der die dann langsam untergeht, noch rein. Und das trifft dann auch so ganz sanft auf diese orangen Farbtöne. Das ist immer eines der schönsten Waldbouquets, die man eigentlich haben kann im November. Macht auch Spaß, nur zu gucken, wie die bunten Blätter aussehen. Da haben wir auch junge Jungpflanzen, die teilweise noch etwas grüner sind, aber alles in allem, ja, haben wir einen orange-rötlichen Wald, der noch ein paar Blätterchen an den Bäumchen hat, aber ja, vieles ist schon auf dem Boden und das wird sicherlich nicht mehr allzu lange so bunt sein. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den sogenannten Indian Summer nochmal mitzunehmen, und das haben wir dann da auch gemacht. Ja, dann habe ich natürlich hier noch die Fliegenparty aufgenommen, und zwar da habe ich dann auch die beiden Mini-Stative eingesetzt, um die Beleuchtung noch zu optimieren. Das habe ich nicht die ganze Zeit gemacht, aber dann habe ich gedacht, naja, wenn ich so ein Fokus-Deck aufnehme, brauche ich schon gutes Licht, und da war es auch sinnvoll. Das ist ja nicht ganz leicht, weil die sich ja auch immer verwuseln und die Positionen ändern. Da muss ich natürlich auch flexibel reagieren, dass ich dann da auch ein gutes Umgebungslicht habe. Da habe ich dann schon zwei Lampen genutzt. Also eine kleine Flächenleuchte habe ich aufgestellt. Und ja, die zweite A-Stream EC65, die haben wir jetzt hier am Boden stehen mit Aufsteckdiffusor. Die hat ja diesen hohen CRI-Wert. Du hast da ja auch noch eine stehen, damit wir hier noch ein bisschen Licht abbekommen und das Licht auch nicht zu hart wird. Das habe ich dann eben auch bei den Fliegen genutzt und habe sie auch gestackt. Was natürlich eine Herausforderung ist, weil die bleiben natürlich nicht so sehr lange am Fleck, aber ich habe das mit der Olympus OMD EM1 Mark III Focus Bracketing, die ist ziemlich schnell, da komme ich, wenn ich in Nähe von 1:1 komme, da habe ich ein M-Zuiko 30 3,5 1:1,25 Makro eingesetzt, ungefähr auf 10,5 bis 11 Bilder pro Sekunde. Bei guter Schärfentiefe, da habe ich dann die Offenblende F3,5 genommen. Das hat noch funktioniert, aber Olaf, du warst ja auch am Gange und bei dir war das etwas zähflüssig. Ja, das war sehr zäh. Ich habe die Krausen Adern-Zählinge bearbeitet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, über eine Stunde habe ich da an einem Ast gearbeitet. Das ist ein abgeasteter. Ein abgeastet mir mit einem Ast mit Krausen Adern-Zählingen. Die lassen sich auch sehr schön von hinten durchleuchten. Ja. Die sehen von oben völlig unscheinbar aus, so braun gestreift, ein bisschen wie so Trameten, seitliche Baumpilze. Und wenn man drunter schaut, dann haben die eben, woher der Name kommt, wie krause Adern, also keine Lamellen, wie der klassische Lamellenpilz, sondern so verzweigte Adern. Mhm. Und die sind an einigen Stellen halt dickfleischiger und dünner und dann scheint das Licht so durch. Und das ist dann ein sehr interessantes Motiv. Ja. Eine Stunde lang hast du rumgewuselt und ja, mit verschiedenen Lichtquellen hast du gearbeitet. Ja. Ne? Unter anderem auch wieder mit der A-Stream EC65 mit Aufsteckdiffusor. Und was hattest du noch? Ja, wir haben noch, das ist eigentlich schon ein bisschen ein Klassiker. Ich glaube, die haben wir schon 5 Jahre oder so im Shop.
fast als ich angefangen habe. Das ist die alte PA5 von Nextorch. Das ist eigentlich eine bisschen warmtonige Lampe. Die haben wir ganz gerne mal genommen, wenn wir in der Morgendämmerung oder Abenddämmerung unterwegs waren. Ja. Weil das Licht dann eher dem natürlichen entspricht in der Dämmerung, wenn es eben so rot-golden ist, nicht in der blauen Stunde, sondern davor. Und ja, da wir da auch sehr viele von verkauft haben, haben wir da jetzt auch noch einen Diffusor zu gedruckt. Wurde ja angefragt von zwei Kommentierenden. Man kann also weiterhin die Zoom-Funktion nutzen, dann fokussiert das so ein bisschen auf die Spitze, das Licht. Dann kann man ein nicht immer noch sanftes, aber etwas direktes Licht geben oder man zoomt eben zurück und dann nutzt man so die seitliche Funktion. Die ist dann etwas schwächer, also hat man da zusätzlich zu den zwei Stufen dann noch ein bisschen Variationsmöglichkeiten. Ja, also die ist zoomfähig, Nextorch PA5, der Spot. Der spottet sich dann auch ein bisschen, also das wandert hier wie so ein Kerzenlicht hoch und runter. Und dieser Aufsteckdiffusor, den hast du gemacht, die ist eigentlich eine tolle Lampe. Wir waren lange Zeit begeistert, sie hat nicht diesen hohen CRI-Wert, also der liegt so bei 70. Also kommt jetzt nicht ganz an diese EC65 zum Beispiel heran, da haben wir ja über 90. Aber die ist natürlich zoomfähig, das ist das Tolle. Und das ganz Neue ist eben dieser Aufsteckdiffusor, den du jetzt neu entwickelt hast. Für eine zoomfähige Lampe könnte noch ein bisschen straffer sitzen. Das vielleicht. Ist nur der Prototyp. Das ist ein Prototyp. Aber der war noch etwas zu weit, genau. Das hast du also auch bei den Adernzählingen eingesetzt. Ja. Und Das Interessante war dann auch, das Laub damit im Hintergrund ein bisschen anzuleuchten. Also zwei Lampen, die EC65 vorne und die hinten um den Hintergrund, das passt so, der warme Farbton zu den gelben Blättern, um den Hintergrund zu gestalten. Das ist halt auch eine Möglichkeit, dass man da aktiv eingreift, um es herbstlich zu machen. Ja, jetzt mach sie dann nochmal an. Ich habe doch hier... Das sieht dem doch sehr ähnlich. Ne? Ja, das liegt daran, dass das jetzt der warmweiße Diffusor ist. Genau, und ich habe jetzt hier noch einen kühleren. Genau. Das ist jetzt die Acestream EC65. Jetzt ist es etwas kühler, aber nicht so sehr viel. Ja, und hier ist neutraler drauf. Ja. Das wollte ich nicht noch wärmer machen, das Licht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, 3700 Kelvin sind es dann. Aber immer noch gut nutzbar. Hier gibt es dann noch so ein Hütchen, um die Fläche noch ein bisschen zu erhöhen. Aber ich stelle die jetzt mal auf. Aber sie ist jetzt auch interessant vom Licht. Also so extrem warm ist sie jetzt auch nicht unbedingt. Aber jetzt habe ich sie. Ja, die ist ja schon deutlich heller jetzt, ne? Nur mit dem Diffuser hier. Habe ich jetzt die helle? Ne, das ist glaube ich jetzt nicht die helle Stufe. Ne, das ist die dunkle. Ja, Olaf. Und dann haben wir natürlich ein bisschen weiter geguckt und uns große Hoffnungen gemacht, weil der sehr vielversprechend aussah. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Ja. Aber sehr viel haben wir da nicht mehr gefunden. Ne? Da sind wir nicht erschlagen worden von Motiven. Nein, naja. Das haben wir dann später nochmal geschafft. Das hat uns ein bisschen erstaunt, aber ja, so ist das mal. Da macht man dann halt seine Erfahrungen und da haben wir dann gehofft, noch ein bisschen mehr zu finden. Aber sehr viel mehr haben wir dann auch nicht gefunden. Ja, dann sind wir weitergezogen. Ich hatte es ja schon anmoderiert. Olaf, wo sind wir dann hin? Ja, auf die gute alte Saftlingswiese sind wir nochmal. Das ist wohl so, dass die auch bei entsprechender Witterung ziemlich lange noch im Jahr erscheinen. Also auch in den Dezember rein vielleicht sogar noch. Und da haben wir uns auch Hoffnung gemacht und die wurden dann auch erfüllt. Ja, das hatten wir ja schon letztes Mal besprochen. Waldbaden mit Saftlingen und die haben uns nicht enttäuscht, da haben wir auch schon gesehen, das letzte Mal, da haben wir ja mehrere hundert Saftlinge noch gesehen und Jungfernellerlinge, die Wiese war ja stellenweise zumindest wirklich gut bestückt und da haben wir natürlich noch erwartet, eine Woche später, dass die nicht plötzlich verschwunden sein werden, das war auch nicht so, aber ja, wie hast du das wahrgenommen? Waren die noch frisch? Sind noch welche nachgekommen? Also es waren vereinzelt noch frische dabei. Die habe ich auch aufgesucht. Auch richtig schön grüne Färbung habe ich noch einzeln gefunden bei den Papagei-Saftlingen.
jetzt nicht in der Masse. Das ist eben, geht dem Ende etwas entgegen, aber ein paar neue kommen immer noch dazu und das reicht dann. Ja, und wir hatten ja beim letzten Mal gar nicht so sehr das Grün von den papageigrünen Saftlingen entdecken können, was wir im Vorjahr gesehen hatten und haben uns so ein bisschen gewundert. Aber heute oder das letzte Mal waren ja ein paar mehr dabei, die auch diesen kräftig grünen Stiel noch hatten, auch teilweise eine etwas dunklere Kappe, vereinzelt zumindest. Ja, welche Strategie hast du angewendet? Hast du noch irgendwelche Dinge nachgeholt, die du beim ersten Mal verpasst hast? Also ich habe ein bisschen mehr freigestellt noch über die Blende mit dem 30er Sigma 1.4. Das fand ich dann gestalterisch angenehmer, als wenn ich mit dem 45, 175 und einer Rainox arbeite, was ich ja sehr viel tue. Das war so eine Sache, die ich dann nachgeholt habe. Und wo ich mich hinterher geärgert habe, dass ich es nicht nachgeholt habe, das waren die vielen kleinen Tierchen, die wir auf den Kappen gesehen haben. Aber erst hinterher im Büro, da hätte man nochmal unser Mikroskopobjektiv drauf halten sollen. Ja. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Und schauen uns die an, die Springschwänze und Kugelspringer und Milben, da war also viel los. Ja, du bist ja so ein richtiger Milben-Fan, ne? Ja, Milben. Und es ist wie mit der Stinkmorchel, sie suchen dich, das ist das Tolle, ne? Du musst nicht extra suchen, sie kommen zu mir. Milben haben wir natürlich dieses Jahr hatte ich gar nicht so sehr viel zu tun, aber Zecken zum Beispiel, das sind unangenehme Waldgäste, die meinen wir jetzt eigentlich nicht. Aber zu Kugelspringer kommen wir auch gleich nochmal kurz. Ich will auch nochmal kurz beschreiben, wie ich vorgegangen bin. Wir hatten ja letztes Mal auch viele, diese Jungfern-Ellerlinge, hattest du ja auch gesagt, das ja eines auch deiner favorisierten Motive dann auf der Wiese, weil nicht nur, weil die Vielzahl da war, sondern weil die auch wirklich toll aussehen. Ne? Die sehen so ja, porzellanartig aus, stellen die Lamellen auch anfangs schön nach außen. Und da bin ich dann die ganze Wiese erstmal abgelaufen und habe erstmal gesichtet und habe nicht, wie ich es auch sonst gerne mache, alles, was mir so spontan unterkommt, ins Auge zu fassen und dann auch gleich zu fotografieren, sondern ich habe erstmal gesichtet und bin, das ist ja eine weitläufige große Waldwiese, erstmal überall geguckt, wo gibt es für mich interessante Konstellationen und habe erstmal gar nicht fotografiert und dann habe ich aber gesagt, naja, ich werde mal auf Triple ausgehen, also auf Dreierkombination und ja, das ist hier auch so ein Beispiel. Da habe ich dann natürlich auch mit Licht gearbeitet, mit der Acebeam EC65 mit Aufsteckdiffusor und habe dann immer Lichtvarianten erzeugt. Manchmal habe ich sie auch ein bisschen in die Zange genommen, damit das nicht zu einseitig ist, wenn die sind ja schon teilweise etwas größer. Alle unten am Boden, das macht es natürlich herausfordernd. Kamera habe ich jetzt auch wieder durchgehend immer auf dem Boden abgelegt. Und um das Licht zu gestalten, habe ich dann aber teilweise eben auch diese Mini-Stative eingesetzt. Und da gibt es natürlich auch Varianten. Da geht es unter anderem ja darum, die Merkmale, die einen selber interessieren, an den Pilzen herauszuarbeiten, die ja von sich aus mit dem Umgebungslicht nicht immer zu sehen sind. Ich habe dann auch Amiant-Körnchenschirmlinge, die sind auch sehr klein und ganz tief in der Wiese. Da habe ich auch dann noch so ein Dschungelbild gemacht, damit die Stiele auch noch zu sehen sind. Die waren also abgeschattet. Man kann manches sicherlich auch nachträglich noch nachbelichten, aber da kommt man natürlich auch in Grenzbereiche rein, dass es dann verrauscht ist oder man hat auch zu viel Nacharbeit oder es ist nicht konsistent. Dann ist es besser, das nochmal aufzuhellen. Da habe ich ein frontales Licht draufgegeben, da habe ich auch Varianten erzeugt, um auch noch in den Kappen so eine Schattierung reinzubringen, eine Lichtschattierung, damit das nicht zu langweilig aussieht. Auch bei den Saftlingen habe ich teilweise versucht, die Kappe noch ein bisschen zu verstärken, zumindest als Option, um später zu gucken. Die sollen ja auch saftig aussehen, dass da noch eine kleine Reflexion drauf ist. Das ist manchmal kritisch bei diesen Kleipilzen, weil die Kontrolle der Lichtverhältnisse dann ja schwierig ist. Dann hat man auch immer ein paar Wassertröpfchen und wenn man das dann verrechnet, wir machen ja immer Schärfen rein, diese Kammer intern. Und dann verrechnen wir das zu einem sogenannten Fokus-Deck. Und da gibt es natürlich mit Spitzlichter manchmal auch
Herausforderung, sag ich mal, wenn man in den Gräsern noch Tröpfchen hat, die man noch mal extra belichtet, dann kann es natürlich auch herausfordernd sein, das noch mal zu verrechnen. Hier auch noch ein Trio, Jungfernellerlinge, und ja, dann haben wir hier auch den Kandidaten, Papageiengrün Saftling. So, ich schatte mich mal ein bisschen ab, aber ja, da haben wir einen Kugelspringer, Olaf. Das hattest du gerade gesagt. Ja, den habe ich auch erst hinterher entdeckt. Da hätte ich natürlich auch Bock drauf gehabt. Da mit dem Mikroskopobjektiv, das ist ja auch das Thema der aktuellen Traumflieger Makrowelt-Ausgabe 11. Mikrostacks, um sehr hohe Vergrößerungen aufzunehmen, kombiniert mit kamerainternen Schärfen rein. Wenn die Kamera das kann, kann man noch ein Mikroskop vornehmlich oder empfehlenswerterweise ein etwas längerem Teleobjektiv vorzusetzen. Du hattest das 45-175 gerade erwähnt. Da kann man das sehr schön machen. Ja, Olaf, hast du verpasst, ne? Ja, den haben wir verpasst. Aber den kriegen wir auch noch. Aber den habe ich jetzt mit einem 30er Makro, der ist ja auch schon ein sehr kleiner Pilz, ja. Auch noch für mein Empfinden die Merkmale auch nochmal herausgearbeitet. Diesen grün-gelben Stiel, das ist auch namensgebend, sag ich mal. Ne? Ja, und dann hatte ich, du sicherlich auch, prinzipiell zu kämpfen in der Wiese mit Störelementen wie kleinen Halmen und Mini-Ästchen und die Vertrockneten hast du dann wieder abgesammelt. Ne? Die vertrockneten Nadeln habe ich abgesammelt. Und ansonsten nutze ich intensiv für den Helikon die Nachbearbeitungsfunktion. Insbesondere wenn ich mit dem 30er gearbeitet habe, wo ich ja schon eine recht hohe Freistellung habe, entferne ich dann aus Einzelbildern heraus einfach noch ein paar scharfe Halme und reduziere so ein bisschen das Gewusel um den Pilz herum. Das klappt eigentlich ganz gut. Wolltest du nicht ein Sonderheft zu Helikon Fokus machen, habe ich gehört? Das ist eine Idee, die wir angedacht haben. Jeder soll ein Sonderheft machen. Und Helikon Fokus mal umfassend beleuchten einmal, weil das wirklich eine klasse Software ist in meinen Augen. Unser Arbeitswerkzeug Nummer 1. Stacker Software Helikon Fokus Pro. Da gibt es auch noch eine Standard- oder eine Premium-Version. Kennen sicherlich viele der Leute, die uns hier verfolgen. Aber ja, wir hatten jetzt die Idee, ein Sonderheft vielleicht zu machen. Wir wollen nicht zu viel versprechen. Nicht, dass ich hatte ja schon bei einigen Kameramodellen immer mal angefragt und dann aber auch ein bisschen zurückgerudert, weil ich weiß, wie das ist. Ich würde mir auch, wenn ich jetzt ein neues Tool, eine neue Kamera habe, da ein meinen Erwartungen entsprechendes Sonderheft wirklich wünschen, und man freut sich vielleicht auch drauf und dann kommt dann nicht gleich was oder vielleicht auch gar nichts. Wir fragen deswegen vorsichtig an, ohne allzu viel Hoffnung zu wecken, aber wir brauchen auch das Feedback, ob das Interesse dann eurerseits und ihrerseits da ist. Helikon Fokus, die Stacker-Software, ein Sonderheft, so ähnlich wie die Traumflieger Makrowelt, also so um 100 Seiten wäre dann angedacht. Ist das für euch interessant? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ich habe mich dann auch weiter in die Wiese begeben und habe dann auch diese Triple-Kombination hier auch mit kleinen, ja, sind das Saftlinge? Ich glaube nicht, das sind wohl irgendwelche Helmlinge. Irgendwelche Helmlinge. LBM sagt man ja in der Pilzler-Fachsprache, Little Brown Mushroom, weil das Erscheinungsbild kleiner brauner Pilze, das ist so häufig vertreten, dass die oft im Feld schwer auseinanderzuhalten sind. Fungispez. Ja. Die Fungispez sagen LBM. Ja, hier habe ich sie auch nochmal auf der anderen Wiese. Wir sind dann nochmal auf eine zweite Wiese. Ja. Die hast du in Google Maps erspäht und hast gesagt, da gibt es noch in der Nähe noch eine große Wiese. Ja, die haben wir auch gefunden. Aber so sehr viele Saftlinge waren da nicht, ne? Nee, aber ein paar immerhin und ein paar andere Sachen auch. Interessante Keulenpilze. Das sind auch wieder spezialisierte Pilze auf die Trockenwiesen. Und dann gab es noch einen ganz netten Schleimpilz da, die Löwenfrüchtchen. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Olaf, ich habe dir den Rücken zugewendet. Ja. Und hier, ich habe nämlich deinen Trick angewendet, hier in den Tröpfchen. Da bin ich drin. Nicht so klar, aber so am Wuseln. Da habe ich dich nochmal als Linseneffekt drin. Ja. Das haben wir nämlich auch in der aktuellen Traumflieger Makrowelt. Einen Report hast du gemacht, wie man sich im Tropfen fotografieren kann. Ne? Selbstporträt im Tropfen,
dann halt mit Fernauslösungen, wie man sich selbst oder natürlich auch jemand anders, das ist dann einfacher sogar, wenn man noch jemand dabei hat, in einen Tropfen bringt, kopfüberstehend. In der Mark II, in der vorhergehenden haben wir den ersten Report zur Tropfenfotografie und jetzt in der aktuellen Traumflieger Makrowelt Ausgabe 11 gibt es Tropfenfotografie mit Olaf Krasmann im Tropfen und hier habe ich dich auch drin erwischt. Und ja, unter die Kappen zu kommen ist bei diesen kleinen Pilzen nicht immer, aber oft eine Herausforderung. Ne? Ja. Und hier habe ich mal einen, der war abgeknickt, da habe ich dann überlegt, naja, ich habe ihn nicht abgeknickt, der war dann, vielleicht war es doch aus Versehen, aber habe ich gesagt, naja, dann kann man mal schön unter die Kappen gucken, kann ja auch mal ein Tier vorbeistreifen und den einknicken, aber vornehmlich habe ich dann versucht, möglichst tief zu kommen. Da hilft dann auch ein bisschen Weitwinkel, weil man etwas dichter rankommt und auch eine etwas größere Gruppe dann noch erwischen kann. Kann man auch mal ein Fischauge probieren. Aber hier habe ich jetzt das M2GO 30 3,5. Gibt ja auch von Panasonic ein 30 2,8. Ja, hier wieder ein Trio, ne? Jungfernellerlinge, die auch bis in den Dezember vorkommen. Die sind, sollen sogar essbar sein. Aber nicht besonders hochwertig. Ja, und dann sind wir auch noch ein Stückchen zur zweiten Wiese und haben uns dann noch ein bisschen den Wald angeguckt. Den Wald genossen und ja, so am Wegesrand hast du einiges gefunden, ne? Ja, da waren viele, sehr viele verschiedene kleine Helmlinge und kleine Glimmertintlinge gab es. Und auf den Tannenzapfen, den Kiefernzapfen hatten wir, glaube ich, schon letztes Jahr ein Video mal so gemacht. Oder ein Inhalt, da gab es eben auch viele verschiedene Motive, so Zapfenrüblinge und der, den ich immer vergesse, und Zapfenhelmlinge, Stacheling. Oh, das ist Stacheling. Das finde ich auch nicht raufgekommen. Genau. Und dann haben wir auch noch eine richtig schöne Marone, toller Speisepilz, erwischt. Genau, die sah lecker aus und die habe ich dann auch noch mal fotografiert. Du hast dich ja auch angemacht und hast dich dann verpieselt. Und dann habe ich gedacht, die Gelegenheit nutze ich mal. Und man kann ihn ja auch schön fotografieren. Ne? Man muss ihn ja nicht immer nur knipsen. Und ja, fotografieren, ich habe ihn bei Umgebungslicht aufgenommen. Das ist eigentlich so der Standard. Immer auch das Umgebungslicht einmal nutzen und dann habe ich gesagt, naja, die Merkmale, die man da hat, die werden auch interessant. Also seitlich eine Flächenleuchte aufgestellt. Das hat natürlich mehrere Effekte. Zum einen wird der Schwamm jetzt einseitig betont etwas, aber das ist jetzt ein Merkmal, was ja bei der Marone interessant ist, diesen gelb leuchtenden Schwamm, der dann ja auch nur leuchtet, wenn man da Licht drauf gibt. Aber auch die Umgebung dunkelt ab. Ne? Ich habe ja hier im Hintergrund Spitzlichter, die dann vom Pilz schnell ablenken können. Und das kann man nicht immer so gezielt steuern. Man kann einiges auch mit längeren Telebrennweiten vielleicht zum Freistellen nutzen. Das ist auch eine gute Variante. Aber hier, ja, man hat natürlich nicht immer den Platz für lange Teleobjektive. Und da kann man dann mit Licht auch Licht auf den Pilz geben und automatisch, wenn man dann auf den Pilz belichtet, dunkelt das Umfeld auch ab. Und hier habe ich ihn jetzt ja, ausgewogener nochmal beleuchtet. Da habe ich dann nochmal die EC65 mit Aufsteckdiffusor auf die andere Seite gestellt. Und ja, habe das auch schon veröffentlicht. Das kommt auch ziemlich gut an, dieses Bild. Also die Marone. Hier haben wir noch einen kleinen Mini-Helmling, auch als Variante einmal normal mit Umgebungslicht. Und ja, manchmal ist es so, dass die Lichtzugabe, erst dann ist das eigentlich ein Hinguckermotiv, ne? Ja, sehr oft eigentlich. Also wenn man das schafft, die Unterkappenperspektive zu haben und die Lamellen fangen an zu leuchten, das gibt dem ganz anders einen Schwerpunkt, Bild. Also es ist sonst ein schönes Bestimmungsfoto, aber das wollen wir ja nicht machen, das machen viele. Wir haben auch ein Buchpilz als Kunstwerk, sage ich auch gleich nochmal was zu. Du bist mir ja auch so ein Früchtchen, Olaf. Ja, Leocarpus Carpus fragilis, die Löwenfrüchtchen, Schleimpilze, finde ich ja sehr interessant als Motiv. Ja. Die habe ich sehr lange nicht mehr gefunden, vielleicht 10 Jahre lang, und wollte sie immer mal wieder haben. Die haben wir mal im Sachsenwald gefunden, ne? Ja, ich habe sie. Aber schon lange her. Ist lange her. Ich habe sie auch einmal im Rosengarten bei mir, unsere alte Heimat, plötzlichen Massenauftreten, aber die sind ja nicht lange da. Die sind ja dann 1-2 Tage am Halm, hängen diese Kapseln und dann lösen sie schon wieder auf.
Ich habe doch gesehen, die hast du das genascht. Ja. Deswegen sollte ich mich auch nicht umdrehen, wenn ich das nicht sehe. Sieht aus wie so kleine Mangos oder sowas. Ja. Aber das lohnt sich nicht. Also davon bin ich nicht so dick geworden. Die hättest du für Martin, für seinen Salat mitbringen können. Für den, ne? Salat. Ja, dann bin ich auf Abwege gegangen und habe mich ganz schlecht gefühlt. Aber ich habe mich ja entschuldigt dafür. Ich habe mal keinen Pilz fotografiert, sondern eine kleine Kiefer. Und auch mal ein Detail dann draufgehalten, auch ein Fokusdeck. Das kann man natürlich auch mal mitnehmen. Und ja, hier, das ist noch so ein kleiner Saftling. Auch Lichtvarianten erzeugt. Nicht immer nur ein Gegenlicht oder ein Durchlicht. Kappendurchlicht ist natürlich auch mal interessant. Aber hier ging es auch eher um das Gesamterscheinungsbild, auch mit den ausgeprägten Lamellen zu zeigen. Und hier war ich mal froh, runterzukommen. Hier noch einen kleinen Jungfern-Ellerling, ausnahmsweise mal von oben auf die Kappe nur draufgehalten, um ja die nach außen stehenden gebogenen Lamellen, die jetzt so einen Zahnkranz abbilden, mal zu visualisieren. Und hier ist der kleine Ellerling, der auch essbar sein soll, aber nicht besonders hochwertig sein soll, von der Seite. Und ja, hier noch ein papageigrünen Saftling, den du auch frei gearbeitet hast. Ja, das ist mein Moosdesign, das ist mir wichtig. Moosdesign bei Olaf Krasmann, ja. Ich habe das einfach mitgenommen, das Motiv. Aber hier, um ihn auch herauszuarbeiten und auch ein ruhiges Umfeld, da geht es nicht nur darum, um Störelemente abzusammeln, sondern auch, um ihn mit Licht freizustellen. Und man muss dann, wenn man ihn auch wirklich in seiner Schönheit ohne ablenkende Elemente zu präsentieren, muss man dann auch später in der EDV noch Optimierungsarbeiten machen. Ja, und dann haben wir hier noch Kernkeulen, die auch eine Herausforderung waren. Da waren auch eine ganze Reihe von Störelementen. Puppenkernkeulen sind ja. Das, ne? Das ist auch was, also bei uns zumindest extrem selten ist und auch interessant, die wachsen aus einer Insektenpuppe, die im Erdboden verborgen ist, heraus. Ein bisschen skurril und ein bisschen gruselig vielleicht, aber ist ein sehr interessanter Pilz eigentlich. Vor allen Dingen diese schöne Orange, ja. Als Komplementärkontrast dann zu dem grünen Moos, das passt ganz gut. Da habe ich auch mal gezeigt, wie man nachträglich vielleicht Störelemente freiräumen kann. Wir hatten da ja auch noch einen, der das Gebiet gepachtet hat, offenbar von einer... Gekauft, das ist irgendwie oder gekauft, ja. Ja, ich habe das nachgeguckt, und aus Harburg kommen, die sind da zuständig und wollen das weiterentwickeln. Die gucken halt, wo sie welche Schutzmaßnahmen sinnvoll machen können. Das ist vielleicht eine ganz schwierige Aufgabe, weil das eigentlich eine Kulturlandschaft ist. Die Fischbecker Heide ist also über Jahrhunderte von Menschen verändert worden, sehr stark. Fischbeck heißt ja eigentlich Fischbach. Das war auch mal wirklich ein Flusstal, das sogar mit kleinen Booten schiffbar war. Aber das hat der Wasserdurst der Stadt Hamburg ausgetrocknet. Und was entstanden ist, ist eben diese wirklich malerische Heidelandschaft, die unter Naturschutz gestellt wird. Aber eigentlich ist es ein Kulturschutz. Naja, der hat uns gefragt, was wir da suchen, und war dann ganz begeistert von den Saftlingen auch. Ich habe ihm gesagt, die stehen alle unter Artenschutz. Das wäre schön, wenn das so erhalten bleibt. Da gehören die Schafe zu, die das extensiv beweiden, und dass da also nicht irgendetwas anderes mit geplant wird, dass da nicht der Baulöwe kommt. Nee, der war ja auch sehr interessiert und ein ganz freundlicher Herr. Und der hat dann aber gesehen, wie ich hier diese Puppenkernkeulen aufgenommen habe, und hat gesagt, das ist ja noch was davor. Der hatte auch mal einen Fotokurs gemacht und das müsste man das nicht wegmachen. Und dann habe ich gesagt, naja, das kann man auch nachträglich noch machen. Und wie man das machen kann, das zeige ich mal hier kurz am Rechner in Photoshop, dass man da noch einiges wegstempeln kann. Und ja, mit dem Hintergrund hat man ja manchmal auch das Problem, dass der Hintergrund vielleicht etwas wuselig ist. Da kann man vielleicht auch, wenn man das möchte, ich mache das selten, aber ab und zu mal vielleicht eine etwas bläuliche Einfärbung machen, damit das Hauptmotiv ein bisschen besser zur Geltung kommt. Das ist natürlich dann eine Geschmackssache. Ja, Olaf, das hat sich dann doch noch gelohnt. Ne? In Itzehoe war jetzt weniger los und da haben wir natürlich auch einiges aufgenommen. Aber die Saftlingswiese hat noch mal richtig Spaß gemacht. Und ja, wir werden dann da wohl noch mal aufschlagen, wenn es passt, wenn es nicht zu nass wird.
und da uns vielleicht auch nochmal auf die kleinen Kappenbewohner konzentrieren, auf Kugelspringer und ja, du brauchst im Prinzip ja, du kannst ja irgendwo hingehen, dann kommen die Milben ja. Die kommen zu mir. Die sind ja tatsächlich sehr oft dabei. Die Kunst ist einfach, sie zu sehen vor Ort. Das ist ja immer das große Problem dabei. Ich will noch mal kurz auf eine Fototechnik eingehen, und zwar, was ich ja schon erwähnt hatte. Ich habe hier eine Sony, das ist eine Sony A7 Mark III. Sony ist ja ganz rege, da gibt es ja sehr viele Modelle. Und war ja der erste populäre große Kamerahersteller, der ein spiegelloses Kleinbild-Vollformat angeboten hat. Das ging ja mit der Sony A7 und jetzt gibt es ja verschiedene, es geht ja schon bis zur A7R Mark IV und A9 gibt es. Und hier habe ich die A7 Mark III. Ja, hat einen riesen Erfolg damit erreicht und doch eine ganze Reihe von Anwendern in sein Lager gezogen, weil viele wollten einfach gerne spiegelloses Kleinbild-Vollformat haben, und Sony hat diesen Markt ja sehr effektiv und kann man fast schon aggressiv sagen, weil da kamen sehr viele Modelle innerhalb sehr kurzer Zeit. Ja, A7S-Klasse gab es auch noch, besonders lichtstark. Da war natürlich die Frage, kann man denn jetzt Canon-Objektive mit Autofokus an Sony-Kameras nutzen? Es gibt auch noch eine spiegellose APS-C-Klasse, auch mit diesem E-Mount. Und da gab es dann ja die ersten Automatik-Adapter, da haben wir auch einen gehabt. Und jetzt haben wir aber eine neue Generation, nämlich einen sogenannten HS-Adapter, also Automatik-Adapter, Traumflieger-Automatik-Adapter. Hier noch mit dem Stativfuß, den kann man aber abdrehen. High-Speed-Automatik-Adapter. High-Speed heißt hohe Geschwindigkeit. Das heißt, man hat also einen ja, hochpotenten Autofokus. Mit sogar kontinuierlichen Autofokus. Das ging bisher mit der ersten Adapter-Generation. Da haben wir ja auch einen Traumflieger. Canon EF auf Sony E-Mount Automatik Adapter, da ging das noch nicht, aber jetzt mit diesem Adapter geht das. Ich habe das jetzt schon mal ausprobiert. Hier habe ich jetzt ein 100er Makro, jetzt haben wir hier schwarze Nacht, aber ich habe das also auch schon ausprobiert. Ja, wirklich eine überraschend hohe Performance, muss ich sagen. Sehr schneller Autofokus, das werde ich aber auch noch mal weiter vorstellen. Ich wollte es hier noch mal erwähnt haben. Ja, mit Sony, da geht die kammerinterne Schärfenreihe, naja, auf Umwegen, aber eigentlich eher nicht. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist es natürlich auch interessant, Einzelfotos zu machen. Es gibt ja auch viele Anwender, die als Allrounder, ja, zum Beispiel Canon-Objektive, vielleicht eine ganze Palette an Objektiven haben und gerne mit Sony umgehen oder als Zweitkamera vielleicht einsetzen. Sony ist ja auch ein sehr starkes System mit fantastischen Bildsensoren. Ja, kann man, das werde ich aber noch mal detaillierter vorstellen, mit diesem neuen High-Speed Traumflieger Automatikadapter auch Canon-Objektive nutzen. Wie sieht's aus bei dir, Olaf? Ja, kalt. Es ist kalt und du würdest am liebsten jetzt hier gleich zu deinen... Ich muss mal zu den 3D-Druckern hin und die noch so mal eine Runde raddern lassen. Ah ja, okay. Okay, die 3D-Drucker, die ja, diese Aufsteckdiffusoren hier, die uns jetzt hier auch das Film ermöglichen. Hier kann man vielleicht nochmal etwas besser sehen, wenn das hell ist, dann überstrahlt das ein bisschen im Video. Ja, du willst also jetzt nicht hier nochmal im Wald fotografieren. Das wird schwierig, denn also doch, man kann das zwar natürlich als Nachtpilz-Session machen, aber es gibt auch Leuchtpilze, ne? Martin muss Montag ganz viele Taschenlampen verschicken, hoffentlich. Ja. Die sind nämlich angekündigt, dass sie endlich kommen. Ah ja. Und der hat gesagt, da fehlen noch ein paar Diffusoren. So, und jetzt muss ich leider nochmal ran. Okay, aber in Wirklichkeit gehen wir hier gleich in den Wald und fotografieren leuchtende Nachtpilze. Olaf sagt das einfach nur. Ja, das soll es erstmal sein, Neues aus dem Wald. Wir werden Sie und euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wir haben natürlich auch einiges an Literatur. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Pilze als Kunstwerk fotografieren, ein großes Pilzbuch ja, mit Tutorials, auch mit Fokus-Stacking dabei, wie man sich vorbereitet auf die Pilzfotografie in den Wald geht. Du bist Co-Autor, Olaf. Pilz als Kunstwerk.
etwas vergünstigt, jetzt auch zur Weihnachtszeit. Und dann haben wir natürlich auch die Traumflieger Makrowelt Ausgabe 11 ist gerade rausgekommen. PDF haben wir jetzt auch draußen, also Digital-Variante und auch eine PDF, also ein sogenanntes E-Book als PDF für das Fokus-Stacking-Buch ist jetzt auch verfügbar. Ne? Jo, das habe ich alles umgewandelt und in den Shop gestellt. Also Digital-Varianten sind jetzt verfügbar, auch vom Fokus-Stacking-Buch. Das kann dem einen oder anderen ja auch Versandkosten sparen. Oder ja, man freut sich, dass man das als Digital-Variante dann vielleicht auch leichter transportieren kann. So viel im Moment erstmal Neues aus dem Wald mit aktueller Fototechnik und mit Olaf Krasmann. Vielen Dank. Jo, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, macht's gut und bis demnächst.